Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, Wahnsinn, geil. Ich bin schon stolz, dass mir ein Tor gelungen ist gegen Bayern München, besten Verein der Welt. Ich finde, wir haben uns super verkauft. Also wir haben ja uns wirklich mitgespielt auch gut. Und natürlich sieht man, wie Weltklasse diese Mannschaft ist. Aber ich glaube, wir können stolz auf unser Spiel sein. Und einmal mehr, die Fans waren absolute Weltklasse. Und es macht einfach Spaß, solche Spiele. Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das lässt jedes Fußballerherz höher schlagen, wenn man so eine Stimmung erlebt, eine Heimmannschaft mit 31.000 Zuschauern bei einem Freundschaftsspiel, die den Gegner mit Applaus begrüßen. Xabi Alonso, Alaba, Vidal, die ganzen Spieler spielen sieht und dann sieht, dass wir uns tapfer wehren und unser Tor machen, vielleicht sogar noch eine Chance für ein zweites Tor haben. Alles in Ordnung und ich glaube, eine tolle Maßnahme für unsere Spieler, da auch noch was mitzunehmen. Also erstmal ist es sehr, sehr schön, wenn man so empfangen wird wie hier, mit einer überragenden Stimmung, mit einem ausverkauften Stadion. Das ist einfach schön. Dann trifft man auf eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die mitspielen will. Da macht es uns auch mehr Spaß und das war ja im Vordergrund heute und deswegen gelungener Tag heute. Ja, man hat wahrscheinlich in jeder Sekunde gespürt, wer da gegenübersteht. Also überhaupt die ganze, ja, die Handlungsschnelligkeit, überhaupt die komplette Schnelligkeit oder überhaupt wie die auf den Füßen unterwegs sind, ihre Spielfreude, alles drum und dran und das ganze Spielverständnis hat man einfach gemerkt, damit da eine der besten Mannschaften der Welt uns gegenübersteht. Aber ich sag mal, da hat man sich eigentlich gar keinen Stress gemacht. Wir haben auch vom Anfang an schon gesagt, ich denke mal, das hat man auch im Spiel dann oft gesehen, damit wir richtig gut mitgehalten haben, wirklich frei aufgespielt haben, dass wir heute das ganze Spiel, jede Aktion, jeden Moment einfach nur genießen können oder genießen müssen. Sie haben es auch gut gemacht, auch sportlich hat es sehr viel Spaß gemacht und deswegen war für alle toll. Haben sie noch ein Tor gemacht hinten raus, was ich mir natürlich gerne erspart hätte, aber wenn es einem gönne, dann den Dresdner. Genau, war ein langer Abschlag von Wiege und ja, ich sehe, dass der Abwehrspieler den Ball mit der Brust annimmt, aber ich sehe auch, dass Ayers in seinem Rücken ist und dann habe ich irgendwie gehofft, dass Ayers ihn wegspitzeln kann und ja, das hat er dann auch geschafft und dann stand ich allein vor Tom Stark. Ich wusste, dass David Alaba irgendwo hinter mir ist und ja, gut, der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, vorbeizugehen und dann war ich froh, dass ich den Ball reingemacht habe. Mit jedem Zweikampf sind die Fans immer lauter geworden, haben uns unterstützt und ja, ich denke mal, dass selbst ein einfacher gewonnener Zweikampf uns dann noch weiter gepusht hat und ja, und dann haben wir uns auch getraut, von hinten raus einfach Fußball zu spielen, die Dinger von hinten raus nicht wegzukloppen, sondern wirklich versuchen, es fußballerisch und durch flache Pässe zu lösen und das ist uns auch sehr, sehr oft sehr gut gelungen. Ja, das ist ein Sieg für uns gewesen, dass wir nicht gegen Bayern München ergebnistechnisch gewinnen können, das glaube ich, das weiß auch jeder. Aber mit der Leistung, die wir abgeliefert haben, die komplette Mannschaft, also das war ja wirklich richtig gut und natürlich pusht uns sowas, denn man hat gesehen, dass wir auf einem guten Niveau Fußball spielen können und ja, jetzt können wir Sonntag nach Mainz fahren und wollen da angreifen. Die Dresdner spielen gut Fußball, muss ich sagen. Das ist kein Hauruck und kein Gekloppe, keine langen Bälle, wie andere Mannschaften das schon gegen uns fabriziert haben. Also das macht Spaß und ich wünsche, dass sie mit dem Fußball eine Liga höher kommen. Ja, das ist ja das, was uns hier besonders ausmacht und es ist toll, dass wir Deutschland das zeigen können, dass wir heute durch die Übertragung in der ARD die Chance hatten, zu zeigen, was denn Fußball in Dresden so besonders macht. Das sind unsere Fans, das ist die Stimmung und das ist eben eine unglaubliche Solidarität, die sich heute hier gezeigt hat. Jeder Fan, der hier im Stadion war, hat eine Dankbarkeit gespürt für das Engagement des FC Bayern. Das haben wir alle hier im Verein, glaube ich, gespürt. Und das ist auch das, was da zum Ausdruck gekommen ist. Und das war nicht nur das Monetäre, sondern auch der Teil war ein riesen Gewinn für uns heute Abend. Ja, solche Spiele wie heute machen ja auch Spaß. Also jeder, der da heute auf dem Platz stand, hat Freude, vor so einer Kulisse zu spielen. Und das ist ja unser Hobby, dem wir da nachgehen. Und wenn es vor so einer Kulisse ist, vor so einer Stimmung, macht es da umso mehr Spaß. Da haut sich jeder rein. Unser Trainerstab ist völlig verwundert, wenn Sie sich vorstellen können, sagt der Pep, wenn du in Spanien zum Drittligisten fährst, da siehst du erstmal gar nichts. Hier ein super Stadion, super Platz. Also es war für uns auch sportlich eine gute Sache. Ja, wir treten hier an, um zu gewinnen. Also das ist immer so, wenn man als Fußballer auf den Platz geht, dann will er vernünftig Fußball spielen und man will gewinnen. Und das hat die Mannschaft heute auch wieder gezeigt. Wir haben ein paar Verletzte gehabt, die zu Hause geblieben sind, aber ansonsten waren alle hier und alle haben gespielt. Also ich glaube, das zeigt, dass wir hier nicht irgendwie hergekommen sind und gesagt haben, ja okay, jetzt schauen wir mal, sondern wir wollten vernünftig Fußball spielen. Und ich glaube, das ist uns über weite Strecken sehr, sehr gut gelungen. Ja, weil es erstens ein Freundschaftsspiel war, zweitens
war es auch für die Dresdner eine gute Abwechslung, den ein oder anderen Spieler wieder Spielpraxis zu geben. Damit hat es sportlich den Sinn erfüllt und grundsätzlich geht es natürlich darum, dass die Dresdner auch jeden Euro dann gut verwenden können, um dann den Kredit an Herrn Kölmler so schnell wie möglich irgendwo zurückgeben können. Aber das sollen die Verantwortlichen selber entscheiden und dementsprechend ist das Ergebnis unwichtig. Aber wenn Sie mich dann schon fragen, verliere ich trotzdem nicht so gern, als dass ich gewinne. Also genau das ist eigentlich das Entscheidende. Wir haben bei allen Partnern eine unheimliche Solidarität. Das Stadion Dresden, Feldschlösschen, EREMA, alle werblichen Partner, die heute aufgetreten sind, die Gäste im VIP-Bereich, alle haben das mitgemacht. Wir haben ein hohes Preisniveau heute gehabt. Das haben wir zusammen mit den Fans entwickelt, weil wir wussten, dieses Spiel ist fast eine einmalige Chance für unsere SGD. Und diesen Weg sind praktisch alle mitgegangen, ausverkauftes Haus, also haben wir alles richtig gemacht. Und das ist ein ganz toller Tag für Dynamo Dresden. Wir haben in der Vorbereitung, hat wirklich jeder überlegt, was kann er noch tun? Also gelebte Solidarität der Gemeinschaft. Und man sieht da, was daraus werden kann, wenn man ein Problem hat. Aber man hat eine Idee und man hat eine Gemeinschaft, dann kann man vieles lösen. Und so werden wir auch das Schuldenproblem lösen, spätestens bis zum Ende der Saison.